Oh, du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus! Hallo, Roffel! Meine Sprüche sind am besten. Fruchtastisch! Schwupp! Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, Part 63 und hoffentlich der letzte Part von Super Mario Odyssey. Dieses Projekt hat sich jetzt schon, was weiß ich, wie lange gezogen auf meinem Kanal und ich hoffe, das hat jetzt endlich mal ein Ende. Mit diesem Part Richtung Finale, mit meinem neuen Mikro am Start, liegt daran, dass ich Monate kein Odyssey aufgenommen hatte und ich halt 40 Parts vorproduziert hatte, ja, ziemlich dumm. Aber was reden wir so lange? Ich möchte einfach den Endboss jetzt machen. Und ich habe den Endboss schon gespielt, privat, in der ganzen Zeit, weil ich nicht so lange warten konnte, ja. Solle man mich erhängen? Ja, ich weiß, wer er ist und er ist ziemlich cool. Ich glaube, jeder andere müsste auch schon wissen, wer es ist. Der Hochzeitssaal. Ja, würde ich sagen, let's go, der Hase, ne? Apu R.E.D. am Start. Mach die Scheiße auf, mach die Scheiße auf, mach die Scheiße auf. Mario! Ach, Bowser, du Alte. So, was ich mich da gefragt habe beim privaten Zocken, was die alle hier machen. Es ist klar, dass die meisten gezwungen wurden. Das sagen auch manche. Das ist ziemlich witzig sogar. Das bringt so ein bisschen Pep ins Spiel, finde ich. Hier, die ganzen Bewohner. Aber, ja. Nur Pauline verstehe ich nicht. Gerade noch rechtzeitig. Ich meine, what the fuck? Was ist los mit dir? Hä? Alle regen sich drüber auf und wissen nicht, was abgeht. Und sie sagt einfach gerade rechtzeitig. What the fuck? Wie dem auch sei, Bowser. Komm her. Du saufest meine Frau an? Diese Musik... Diese Orgelmusik, die gerade lief, ne? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert die mich ein wenig an Super Mario 64. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht aus welchen Gründen. Aber vielleicht klingen die Tonarten ähnlich. Irgendwie erinnert die mich immer dran, deswegen finde ich die Stelle so episch. Boah, du willst die Hochzeit platzen lassen, Mario. Das ist schäbisch. Du sollst dich schämen. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen. Das ist aber auch egal, denn du bist nicht eingeladen. Und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus. Hallo, Roffel. Meine Sprüche sind am besten. Mach dich auf was gefasst, Mario. Ja, das Ding ist jetzt einfach... Ich muss zugeben, dass ich beim ersten Mal, also wirklich, ich hab den ja schon gezockt. Hast du deine schlechten Zeiten? Ja, schön für dich. Ich hab ihn ja schon gezockt, ja. Aber ich hab absolut verkackt. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich beim ersten Mal verloren hatte, aber es war übelst oft. Ich glaube, ich hatte 5 Mal oder so bei dem verkackt. Lass mich nicht lügen. Ich hätte fast upgeraged und ich weiß nicht, woran das lag. Ja, ich war so schlecht bei der Scheiße. Ich glaube, es lag hauptsächlich an diesem Feuer. Aber das Feuer ist aber auch fies, ne? Wie würdest du das manchmal abtimen? Was ich allerdings ziemlich cool finde bei dem Boss, ist die Atmosphäre, ja? Klar, es ist nicht der spektakulärste Boss in Super Mario. Aber, es ist ja noch nicht vorbei danach, das wissen ja alle. Und trotzdem, muss ich sagen, gefällt mir trotzdem der auch. Ich weiß nicht warum oder wieso, aber der gefällt mir auch. Und, ich sag euch mal warum. Ich muss mich gerade konzentrieren, einen Moment. Nee, jetzt stelle ich mich viel besser an. Und so aus dem Grund, dass... Nach jedem Treffer die Atmosphäre des Hintergrundes sich ändert. Ich weiß nicht wieso. An dem Moment, warte mal. Verwechsel ich das gerade? Ah, Sister. Ah, meine Fresse. Ich verwechsel das. Vergesst alles. Vergesst alles. Alles vergessen, please. Wenn man doch alles zu 100% hat oder so, dann,
muss man den ja als sogenannten Secret-Boss nochmal besiegen. Und da habe ich offenbar verkackt. So rum war das. Sorry, Leute, sorry, da habe ich mich wohl vertan. Aber der ist auch aus irgendeinem Grund übelst schwer. Ich weiß nicht, wieso oder warum. Aber da habe ich auf jeden Fall verkackt. Ich glaube, das war's. Weil da hat sich auch die Atmosphäre im Hintergrund geändert. Und man musste ihn viel öfter mal treffen als jetzt. So, Peach ist befreit von dem Ring der Einheit. Ja. Das heißt, sie ist frei. Und wir haben die typische Peach-Musik, ey. Die ist so gut, die Musik, ne? Oh, wer hätte es gedacht? Lol, Roffel. Vorausschaubar? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn Bowser noch daneben liegt, ne? Das war mir beim ersten Mal auch so klar. Peach! Ich glaube, ich habe zum ersten... Ist das das erste Mal gewesen, wo man Mario Peach sagen hören hat? Oh mein Gott. Oh nein! Geht es Tiara und Peach gut? Ja, das ist... Ja? Was sollen wir denn tun? Ganz einfach! Mega episch wird's jetzt. Es wird jetzt epic. Das finde ich so geil, ne? Die ganzen Rückblenden von vergangenen Mario-Spielen. Und jetzt haben wir einfach verdammte Kacke Bowser gecaptured. WTF. Wie geil ist das einfach. So, und der Endboss, der richtige Endboss besteht jetzt daraus, so eine Art Running Boss. Das kennt man ja aus vielen anderen Spielen. Das ist ja jetzt keine Neuerung, dass man irgendwie rennen musste. Vor allem Zelda hat sowas immer ganz gut vorgemacht. Aber jetzt müssen wir sozusagen hier entkommen. Ja? Bowser kann einen Dreisprung, er kann halt schlagen, er kann sogar, wenn man den Controller oder die Joy-Cons schüttelt, kann er sogar Feuer spucken. Ja, cool, ne? Ja, und wir müssen hier flüchten, weil der Mond zusammenkracht, ja? Ja, überhaupt nicht übertrieben oder so, aber der Kern des Mondes kracht einfach zusammen. So, let's go, let's go! Hui! So, los geht's, los geht's, los geht's. Ab geht's, ab geht's. Ab geht er, ab geht er. Ab geht er, Peter. So, schnell. Achtung, Achtung. Bloß nicht hier verkacken. Hab ich keinen Bock drauf. So, schnell hier hoch. Feuer spucken, Feuer spucken, Feuer spucken, Feuer spucken. Hoppa. Hoppa. Hoppa, Samba, Hoppa. Nicht so, lass mal Tanzer Samba da. Okay, dankeschön. So, spuck mal Feuer. Thank you, thank you. Jetzt war alles kaputt! Los, weg hier! Wir müssen weg hier! Wir müssen weg hier! Oh, jetzt geht's nämlich richtig los! Ja. Und ich muss einfach raushauen jetzt, ne? Beim Ende hier. Ich sehe den Ausgang! Wir haben es fast geschafft! Ich muss einfach sagen, und zwar... Mir gefällt die Musik einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber die Musik erinnert mich übelst an Sonic-Musik. Ich stelle mir da wirklich, bei dieser Musik stelle ich mir das Szenario vor, wie ich gerade Sonic spiele und irgendwie durch so eine Kacke durchrenne oder so, ne? Genau das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum bei der Musik. Und, deswegen gefällt mir die Musik einfach nicht, weil ich hasse Sonic-Musik. Ich mag auch kein Sonic, ja? Ich weiß nicht, wie man Sonic feiern. Also, jeder wie er will. Ich bin halt nicht der Fan von der Musik, vor allem vom Levelaufbau her. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich möchte jetzt keinen runtermachen, der Sonic mag. Ja. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack und ich finde Sonic einfach kacke. Ich finde es echt kacke zum Kotzen. Ja. Ist einfach nicht mein Ding. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mit dem schlechtesten Sonic ever wahrscheinlich auf, angefangen habe, in die Reihe zu kommen. Es gefällt mir einfach nicht. Deswegen, ja. Ich mag einfach kein Sonic. Ich würde sagen, wir verduften uns jetzt, ne?
Hey, ich bin Sonic und ich hab gar nichts drauf. Ja, 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 gar nichts drauf. Ja, wir sind hier bei Mario. Sweet, oder? Absolut sweet. Das ist so ein Scheiße. Das ist einfach so ein bekloppter. Es ist so bekloppt einfach. Das ist so dumm. Es ist einfach so hirnrissig. Und was ich jetzt wirklich nicht verstehe und was mir wirklich ein Rätsel ist, ist diese Szene hier. Wir retten die, Alte. Ja? Wir reißen unser Arsch auf. Und die fliegt weg. Die fliegt einfach weg. Gibt sie nicht. Na, egal. Und das war's. Das war Super Mario Odyssey. Ja, mein Fazit, ja, ihr wollt es doch bestimmt hören. Vorab muss ich erstmal sagen, dass es mir leid tut, dass dieses Projekt Höhen und Tiefen hatte, ja. Es war tatsächlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das richtig Schlimme kommt erst noch. Ich habe keinen Bock, das Spiel jetzt noch weiter zu spielen. Heißt, es wird kein 100% Run und das Pilzkönigreich werde ich auch nicht zeigen. Das war's komplett, ja. Ich habe nur die Story gespielt und jeder kennt das Pilzkönigreich. Jeder weiß, was es ist. Wozu noch zeigen? Wozu soll ich das spielen, wenn ich es privat gemacht habe, ja? Es ist halt alles nicht so geplant gewesen, wie ich es mir erhofft habe und ja. Damit, mit Part 63, ist das Projekt offiziell beendet. Aber wollen wir doch zu meinem Fazit kommen, ja? Also, ich muss tatsächlich sagen, dass das, ja, da es auch privat wirklich zu 100% hatte und ich habe wirklich alle 999 Monde privat, ich muss feststellen und habe auch tief drüber nachgedacht, so, bin mir jedes Mario-Spiel durch den Kopf gegangen und ich bin der großen Überzeugung, es ist das beste Mario, was ich gespielt habe, ja. Mario 64 ist ein gutes Spiel. Mario Galaxy ist gut. Es ist alles so gut. Es ist so... Aber Odyssey hat einfach alles besser gemacht. Es hat viel mehr Spaß gemacht. Bis vielleicht nach der Story, so die Monde, die man gequetscht bekommen hat und ja, das Feeling gefehlt hat, so... Die so eine Liste abgearbeitet hat. Okay. Es war aber gut, ja. Level-Design war mega. Die Musik war mega, die Ideen waren mega, die Custom Buster, ich bin ja absolut ein riesengroßer Fan von Custom Bustern, ja, ich liebe Custom Buster und konnte einfach, ja, ich konnte die Koopalinge nicht mehr sehen. Custom Buster, mega gewesen, ja, die Grafik des Spiels, davon wollen wir gar nicht anfangen, die Leistung der Switch ist sowieso Bombe und ja, es war einfach alles so gut, es gab schwere Monde, es gab einfache Monde, es war von allem was dabei, ja, Innovation. So wie dieser Drache hier, ne? Der Donnerdrache, oder wie auch immer der nochmal heißt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Es war alles gut, ja? Es war alles mega gut, ja? Am Ende der Mond, da habe ich so einen kleinen Galaxy-Feeling bekommen, war gut. Die Capture-Idee war einfach das Beste, was ich mal hätte machen können. Als ich erfahren habe, dass man captured und keine Power-Ups mehr existieren, war ich erst skeptisch. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass die das so gut, dass die das so gut gehandelt bekommen, dass das sogar süchtig macht zu capturen, ja? Also hat mich echt beeindruckt. Also wirklich Props an Nintendo, wirklich mega große Props an Nintendo. Vielen Dank für dieses Game. Eines der besten Spiele, die Nintendo je gebracht hat. Also offiziell wirklich in meinen Augen eines der besten Nintendo-Spiele. Danke fürs Spielen. Thank you so much for playing my game. Das ist doch der Standardsatz, den Mario jedes Mal raushaut. Ist kein Problem, Mario. Du machst aber auch gute Games. Ja, jetzt kommen hier noch Sequenzen, die mich jetzt nicht jucken, weil ich das nicht machen werde.
Die Mondquarte, ja. Gibt's ja an jeder Welt verteilt, die machst du einfach auf und dann sammelst du weitere Monde und das ist halt dieses Listen abarbeiten, was ich nicht so cool finde. Naja. Trotzdem, gab auch Monde, die waren halt schwerer dann. Kannst du uns im Pilzkönig-Crash reisen, das ist sehr schön. Die Shops haben weitere Monde im Angebot, was ich auch lame finde, weil man sich die restlichen 120 Monde oder so dazu kaufen muss. Absolut, das ist, ich finde das nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht wieso, weißt du, die kriegen, über 800 Monde kriegen die reingestopft, ja? Oder warte, doch, 800 Monde kriegen die reingestopft ins Game, aber die letzten 120 muss man sich kaufen. Aber das ist wahrscheinlich an Mario 64 angelehnt, ja, okay, cool, 120, aber das ist doch, ich finde das nicht in Ordnung. So ruhig, so friedlich, als wäre alles nur eine Reise zum Mondland, nur ein Traum gewesen. Ja, zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundinnen Tiara und... Freundinnen? Ich dachte, Tiara ist eine Schwester. What the fuck? Freundinnen Tiara und Peach gerettet. Juhu! Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reise total genossen und ich möchte nicht, dass es schon alles zu Ende geht. Oder ist... Ja, ich kann nicht lesen. Lern das mal lesen, Junge. Es gibt doch noch so viel zu tun. So viele Hüte, die du noch treffen musst. Ich wette, wenn wir noch mehr Powermonde sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also längst nicht vorüber. Hurra! Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Nicht für mich. Wir haben 250 Monde gefunden. Jetzt können wir endlich auf die finstere Seite des Mondes. Ja. Ja, aber so cool das Pilzkönigreich auch ist, und es ist wirklich eines meiner Lieblingskingdoms, weil das so total mega nice ist, ja. Ich werde es nicht spielen. Das war's mit dem Let's Play. Ich habe nur die Story gespielt, weil ich habe einfach keine Lust mehr, dieses Projekt ins Endlose zu ziehen. Und jeder kennt die Scheiße schon. Das kennt einfach jeder, ja. Ich will es auch nicht nochmal wiederholen. Mein Fazit kennt ihr ja. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich wirklich mega, mega, mega doll gefreut, dieses Spiel wirklich gespielt zu haben, weil das so ein das war so ein wundervolles Erlebnis, ja. Und es hat einfach ein Ende genommen und ja. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, man sieht sich beim nächsten Projekt, man sieht sich bei Life is Strange wieder und dann bei den kommenden Projekten, die noch kommen werden, ja. Wer weiß, was es wird. Skyward Sword ist ja in Planung, aber ich warte doch bis zur E3 ab. Vielleicht haben wir ja alle Glück und es wird ein Remake angekündigt, ja. Nicht, dass ich sinnlos dann die normalen Ableger spiele und aber der Remake, das Remake draußen ist so oder so, ne? Ja, deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Aber es kommen ja auch andere Videos, so Custom-Videos, ja. Der ganze Schmarrn wird noch vertreten sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ananas. Tschüss.